Hallo Leute und herzlich willkommen zur gewerteten Arena im Einzel, besser bekannt als Solo Shuffle. Das gibt's jetzt mit Dragonflight, die Solo Queue für die gewertete Arena. Und ich bin jetzt mal reingegangen im Pre-Patch von Dragonflight. Und im ersten Spiel spielen wir gegen Gebrechenhexer, Vergeltungspaladin und Wächtertruide. Und da geht's auch schon direkt rein, ja, ohne Voice, ohne alles, einfach Solo Queue. Man wird mit allen möglichen Klassen zusammengewürfelt und man spielt 6 Runden, so dass jeder mal mit jedem zusammenspielt, auch halt aus dem Gegnerteam dann dementsprechend. Und ja, was ich hier mache ist, gehe hier auf den Paladin bzw. auf den Druiden. Jetzt macht der Paladin Gottesschild, das ist schade für mich. Dann schieben wir mal hier so ein bisschen den Hexenmeister und gehen so ein bisschen auf den Bärchen-Druiden. Ihr seht schon, wir haben keinen Heiler dabei, sondern wir haben in beiden Teams einen Wächter-Druiden. Der Paladin kann jetzt hier sterben und ist auch schon tot. Perfekt, erste Runde haben wir gewonnen. Und das ist natürlich ganz gut, wenn man als Frostmagier nicht fokussiert wird und man einfach Damage machen kann mit seinen CDs, dann ist das optimal. Wir sind hier ungefähr auf 1800 Werte unterwegs. Das ist mein erstes Match überhaupt und wurde dementsprechend direkt in 1800er Wertung reingeworfen. Ja, nächstes Spiel geht gegen Vergeltungspaladin, Wächtertruide und Verwüstungsdämonenjäger. Und das meine ich eben, ne? Es wird immer das Team gewechselt dann und sobald einer tot ist, ist es auch schon direkt vorbei. Und also es ist nicht so wie die klassische Arena, wo man alle drei Spieler töten muss. Nein, man muss hier nur einen töten. Aber im Prinzip ist es ja eh so, dass wenn man den ersten tot hat, dass es dann meistens eh vorbei ist. Jetzt haben wir die Runde hier verloren, weil wer ist denn gestorben? Unser Gebrechenhexenmeister ist gestorben. Nächstes Spiel geht gegen Gebrechenhexenmeister, Verwüstungsdämonenjäger und Wächtertruide. Und ihr seht es halt, wir haben zwei Wächtertruiden jeweils in beiden Teams. Das sind quasi die Heiler sozusagen, beziehungsweise es ist einfach dann ein bisschen schnelleres Gameplay. Die Matches dauern nicht so lange, weil wir keinen Heiler haben und die Leute fallen gefühlt schon immer um im Opener. Und ja, ich versuche natürlich so viel Damage wie möglich zu machen. Wir gehen jetzt hier auf den Verwüstungsdämonenjäger, ist nicht empfehlenswert, weil der Verwüstungsdämonenjäger ist mega tanky und der stirbt einfach nicht und unser Wächter-Druide ist gestorben. Also diese Runde habe ich auch verloren, habe jetzt 2 Runden verloren und eine, glaube ich, gewonnen. Jetzt sind wir in der Runde 4 von 6, oben steht es auch, in welcher Runde wir sind und wie viele Siege ich schon habe. Und der nächste Spiel geht dann gegen Vergeltungspaladin, Verwüstungsdämonenjäger und Wächter-Druide. Und auch die müssen wir natürlich töten. Der Bär will jetzt hier mich haben. Ich mache jetzt den Ring des Frosts, habe ihn damit auch bekommen. Perfekt. Und jetzt, keine Ahnung, gehe ich einfach hier auf irgendjemanden. Nein, da ist der Bär wieder da und nervt rum. Versuche jetzt den Paladin zu fokussieren. Der Paladin macht halt Gottesschild. Ne? Also Gottesschild ist halt auch super stark. Ein Solo-Shuffle. Da machst du nicht viel gegen. Jetzt gehen wir hier einfach auf einen Dämonenjäger. Unser Bär ist fast tot. Er versucht schon so ein bisschen zu kiten. Er hat massive Probleme hier. Unser Bär stirbt fast, aber wir haben es gerade so geschafft. Ich habe tatsächlich den Demon Hunter gekillt bekommen. Und dadurch habe ich die Runde letztendlich auch gewonnen. Aber ihr seht schon, das ist einfach hier, man geht einfach rein in der Solo-Shuffle-Arena. Es ist nicht großartig mit CC, weil man geht einfach rein. Und vor allem, wenn man keine Heiler dabei hat, geht man nochmal mehr rein als sonst. Der Bär will jetzt hier auf mich gehen. Die anderen beiden, Vergeltungspaladin und Gebrechenhexenmeister, sind irgendwo am anderen Ende der Welt. Der DH und ich, wir töten jetzt einfach hier den Bär, würde ich sagen. Und unser anderer Bär, also es ist gerade 2-on-1, die Tanks machen 1 gegen 2, ne? Und dann haben wir letztendlich gewonnen, weil wir mehr Damage hatten auf den Bär. Perfekt, auch diese Runde habe ich gewonnen. Wunderschön, und jetzt gehen wir auch schon in die letzte Runde rein. Runde 6 von 6 geht nochmal gegen Gebrechenhexenmeister, Wächter-Druide und Verwüstungsdämonenjäger. Wie gesagt, wir spielen immer gegen die gleichen, beziehungsweise es wird halt am Anfang zusammengematcht, 6 Leute, und diese 6 Leute spielen dann in 6 Runden alle einmal gegeneinander in allen möglichen Kombinationen. Und ja, ansonsten ist es auch so, dass Dampening relativ schnell einsetzt, also dass die Heileffekte verringert werden, relativ schnell auch, aber das passt soweit hier. Und jetzt wurde ich hier unterbrochen, das ist schade. Schieb jetzt hier aber den Gebrechenhexenmeister, damit der kein Damage macht. Dann gehen wir einfach hier auf den Bär, würde ich sagen. Und das ist auch schon tot, perfekt. Und wir haben gewonnen. Plus 384 Wertung gab es und 4 gewonnene Runden habe ich geschafft. Der Dämonenjäger hat auch 4 Runden gewonnen. Also wir waren im Prinzip die besten Spieler in dieser Runde.
Ja, nächste Runde, vollkommen neue Runde jetzt. Hab mich wieder neu angemeldet, neues Game, neues Glück. Und jetzt hier mit Heilern im Team tatsächlich. Gegen Verwüstungsdämoniker, Vergelterpaler und Disziplinpriester. Und ihr seht schon, das wird schwierig, weil das sind drei Melee-DDs und ich bin der einzige Ranged-DD. Und da seht ihr es auch schon, die fette Kuh läuft auf mich drauf und der will mich auf jeden Fall töten. Weil er weiß halt, dass Frostmagier ist jetzt nicht so besonders. Wenn man Frostmagier fokussiert, dann ist es schon echt eklig, weil ich kann auch nicht stehen bleiben, meine Frostblitze casten. Ich versuche, so gut es geht, zu kiten, aber immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht 100%, wie ich da großartig kiten soll, aber ich glaube, es geht. Nur ich bin halt so ein bisschen lost. Wenn ich fokussiert werde, bin ich ganz ehrlich, bin ich relativ lost unterwegs und weiß nicht wirklich, was ich machen soll. Ich laufe einfach irgendwo rum durch die Gegend. Ich will einfach nur irgendwie weg, aber ich krieg's nicht hin und ja, dementsprechend werde ich hier verfolgt. Ich mache hier die große Unsichtbarkeit mal an, auf entspannt. Ich krieg's aber einigermaßen gut hin, dass ich hier gekitet habe. Jetzt wäre der Paladin fast gestorben, war auf 20% HP, aber instant wieder hochgeheilt, leider Gottes. Man sieht auch, der Disziplinpriester im Gegnerteam wird halt nicht CC'd, ne? Und immer wenn ich fokussiert werde, habe ich immer so ein bisschen auch Probleme, da noch den gegnerischen Heiler zu CC'en. Da bin ich halt einfach lost. So ehrlich bin ich und ich habe jetzt massive Probleme. Hier, Eisblock ist schon draußen. Könnte noch Kälteeinbruch machen. Den nächsten Block habe ich nicht gemacht, war komplett verloren. Ich hätte auf jeden Fall noch einen Block machen können. Ich hätte auch noch Zeitverschiebung machen können. Das war schlecht gespielt von mir und dementsprechend bin ich gestorben. Und dann dementsprechend auch verdient die erste Runde verloren. Ja, also wenn man schlecht spielt, verliert man. So ist das. Nächste Runde geht wieder gegen Furorkrieger, Disziplinpriester und Verwüstungsdämonenjäger. Also Verwüstungsdämoniker ist gefühlt immer so, dass man auf den nie geht, weil der hält einfach zu viel aus. Und hier bietet sich es einfach an, jetzt auf den Furorkrieger zu gehen, denn der frisst relativ viel Schaden. Und deswegen gehe ich einfach hier auf den und versuche den einfach wegzublasten und er ist auch schon tot. Perfekt, die Runde haben wir gewonnen mit den wunderbaren Vergeltungspaladinen. Also mit Vergeltungspaladinen und Verwüstungsdämoniker spiele ich gerne zusammen, weil diese Klassen sind schön OP im PvP. Und ja, es gibt auch noch Todesritter, Unheilig Todesritter ist auch noch relativ OP. Gebrechenhexenmeister ist noch relativ OP. Aber so Frostmagiere sehe ich gefühlt gar nicht. Und was auch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass wenn ihr euch als Frostmagier anmeldet, ihr dann auch für die gesamten 6 Runden nur als Frostmagier spielen könnt. Ihr könnt nicht einfach auf Feuer oder Arkan umwechseln. Ihr müsst dann auch mit dem Spec bis zum Ende spielen, mit dem ihr euch angemeldet habt. Und ja, also ich sehe relativ wenig Frostmages in diesen Arenen hier auf jeden Fall. Und dementsprechend ist das relativ spannend. Ja, ansonsten wieder hier im Gegnerteam der Krieger. Und ihr wisst es, der Krieger ist ein relativ gutes Target, das man gut wegblasten kann. Aber der gegnerische Heiler, der Disziplinpriester, der ist auch böse. Denn ist auf jeden Fall auch ein Gamer und ich bin hier wieder Fokus-Target. Versuche hier so gut es geht wieder zu spielen. Diesmal habe ich auch an den Kälteeinbruch gedacht und ich kann in 10 Sekunden wieder den anderen Eisblock benutzen. Aber ihr seht, ich bin einfach in Gefahr, wenn die mich fokussieren. Ich habe einfach Probleme, da zu überleben und ich bin auch komplett lost, weil ich dann den gegnerischen Heiler nicht CC. Ich weiß auch nicht, wie ich das großartig hinbekommen soll, außer mit Kicks faken und so. Aber das ist mega viel Aufwand. Da musst du so gut spielen im Vergleich zu Melee-Klassen, die einfach reinrennen und dann ist gut. Und einfach massive DPS blasten. Aber diesmal überlebe ich länger als vorhin gefühlt. Versuch, wie gesagt, so gut es geht zu kiten hier an der Stelle. Und der Heiler jetzt hier zum Glück im Wirbel, also unser Heiligdruide wirbelt zum Glück den anderen Heiler, das ist gut. Leider Gottes ist es trotzdem so ein bisschen eine Krise gerade. Und ich weiß nicht wirklich, worauf ich gehen soll. Und vor allem habe ich auch meistens dann kein, wenn meine CDs durch sind, habe ich gefühlt gar kein Damage mehr als Frostmagier. Und mache ich eher minus DPS und deswegen ist es nochmal umso schwerer, um was zu tun. Aber ich habe jetzt hier den Heiler unterbrochen. Es reicht leider nicht. Deswegen muss ich jetzt hier wieder blocken. Und das war jetzt mein zweiter Block. Ich habe jetzt keine Blocks mehr ready. Also irgendwas muss jetzt passieren, sonst bin ich gleich tot. Ich habe nicht mehr viel. Zeitverschiebung läuft hier nochmal an der Stelle. Krieger ist hier fast tot. Aber es wird leider nichts. Und jetzt aber hier Full Sheep auf den Priester und jetzt muss der Krieger sterben, sonst bin ich gleich tot. Und zum Glück ist der Krieger gestorben, das war wichtig und richtig. Und weil das Match auch schon so lange ging, sind auch schon die Heileffekte verringert worden auf jeden Fall. Und jetzt sind wir schon in der vierten Runde.
Ja, das erste Spiel haben wir verloren, aber jetzt haben wir zwei Runden in Folge gewonnen. Das ist gut. Und jetzt gehen wir hier einfach auf den Krieger. Sind mit einem Paladin im Team. Perfekt. Einfach den Krieger wegballern. Und dann ist gut, würde ich sagen. Ja, perfekt. Wir haben einfach so viel DPS. Der Healer, der gegnerische Healer wurde von unserem Healer auch gefeiert. Ich sag ja, der Priester ist auch ein richtig guter Game auf jeden Fall. Und ja, man sieht einfach in diesen Solo-Shuffle-Dingern dann relativ schnell, auf welche Leute man geht. Jetzt haben wir hier an der Stelle Verwüstungsdämoniker und Vergeltungspaladin im Gegnerteam. Also wirklich nicht so gut. Aber dafür haben wir den guten Heiler in unserem Team. Aber dafür den nicht so guten Furor-Krieger in unserem Team. Das ist schade. Aber das ist okay. Wir versuchen einfach jetzt so gut es geht zu spielen. Wir haben zum Glück den gegnerischen Druiden gut CC'd und haben es hier tatsächlich geschafft, den Vergeltungspaladin einfach wegzubürsten und waren dadurch siegreich. Weil der Heiler, der Disziplinpriester, hat ihn gefiert und ich habe den dann geschiebt. Und das war ideal auf jeden Fall. Also man sieht, wenn man mit Heilern oder gegen Heiler spielt, ist es schon wichtig, die zu CC'en, vor allem als Mage, zu schieben. Der Retri-Paladin hat jetzt instant hier gebabbelt. Ich wollte wohl nicht nochmal sterben, aber ja, wir gehen jetzt hier einfach auf den Vorkrieger. Wir sind jetzt mit einem DH und mit einem Priester im Team, das ist gut. Und dementsprechend haben wir den einfach weggeballert. Und dadurch haben wir auch letztendlich gewonnen. 480 Wertung gab es. Und das war ungefähr auf 1900 Wertung. Und damit war es das auch schon von der Solo-Shuffle. Wenn es euch gefallen hat, gerne noch ein Like dalassen. Wenn nicht, dann nicht. Bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.